Kapitel 14 Weg in den Himmel. Oyster Bay, 25. September 1951. Oh, was für ein Dreck morgen. Guten Morgen, liebe Freunde. Hier spricht Mr. Scaletta. Aber zunächst bimmelt unser Telefon. Ja, in der letzten Folge ging es ja schon imposant. Zurzeit geht's alles drauf, drüber und drunter hier in Empire Bay und in der Familie. Aber wir müssen mal sehen, was uns am Telefon erwartet. Peter, bist du soweit? Klingt das danach? Du hast mich aufgeweckt. Dann komm in die Puschen. Wenn wir Brunos Geld heute nicht auftreiben, sind wir am Arsch. Und wie zum Teufel sollen wir die 50 Riesen auftreiben? Keine Ahnung, aber bestimmt nicht, indem wir im Bett rumliegen. Ich hab was für den Anfang. Ein Job von Eddie. Bringt gut Geld. Ohne Scheiß? Ja, ich hol dich in ein paar Minuten ab. Also, zieh dich an, schnapp dir eine Knarre und warte draußen auf mich. Ich erzähl dir alles im Auto. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine von deinen genialen Ideen, Joe. Hey, dazu bin ich nicht in der Stimmung. Echt? Dann sind wir schon zu zweit. Ja, ja, schon gut. Bist du jetzt dabei oder nicht? Klar, wieso nicht? Wann kannst du hier sein? Ich rufe am Waffenladen um die Ecke an. Ich bin in einer Minute bei dir. Ich warte hinter dem Haus auf dich. Bis gleich. Trifft dich mit Joe vor deiner Wohnung. Ja, ihr wisst ja, es geht zurzeit runter und drüber. Der Deal mit den Chinesen ist schiefgegangen. Henry ist tot und es hieß ja, Henry wäre an Spitze der Polizei. Und ach Gott, Leute. Zurzeit läuft echt alles andere als erfreulich für Scaletta und Joey. Joe, Entschuldigung, nicht Joey. Und da steht er auch schon mit seinem heißen Schlitten. Mal gucken, was er zu erzählen hat. Was ist denn das für ein Schlitten? Eddie hat ihn uns für diesen Job gegeben. Schick, oder? Hier, du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Wir fahren nach Greenfield. Bist wohl ein bisschen spät ins Bett gekommen, ha? Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. Fahr nach Greenfield. So, wir müssen nach Greenfield, zur Oak Street in Greenfield. Und okay, da unsere Mission hier erledigen. Wir fahren dahin, knallen den Typen ab und fahren weiter. Ist ein Kinderspiel. Warum? Es handelt sich um einen Gefallen für eine Familie aus einer anderen Stadt. Eddie hat mir diesen Umschlag mit Anweisungen gegeben und gesagt, es muss sauber ablaufen, noch heute über die Bühne gehen. Warum macht das die andere Familie nicht selbst? Eddie sagte, sie haben lang gebraucht, um den Mann zu finden. Jetzt haben sie Angst, dass er wieder untertaucht, wenn es nicht gleich erledigt wird. Hier, ist ein Foto von ihm. Was hat er angestellt? Er hat seine Familie beim FBI verpfiffen. Dann hat er es nicht anders verdient. Moment mal, wenn er mit dem FBI kooperiert hat, steht er vielleicht immer noch unter Polizeischutz. Ist doch egal, wir kriegen ein paar Riesen für den Job. Also ist es das Risiko wert. Wie du meinst. Hey, wir brauchen im Moment jeden Penny, den wir kriegen können. Nach diesem Job sucht jeder von uns sich was anderes. Okay. Da steht, wir sollen ihm eine Nachricht übermitteln, bevor wir ihn mundtot machen. Hier ist sie. Okay, ich hab's. Und hey, kein Wort über gestern zu Eddie. Wir waren nie dort. Das letzte Schlitzauge, mit dem wir zu tun haben, hat gebratenen Reis geliefert. Kapiert? Ist doch klar. Hast du mich für bekloppt? Darüber beraten die Geschworenen noch. Wollte nur sicher gehen, dass du keinen Schnitzer machst. Ja, Leute, wir bringen jetzt jemanden um. Den dürfte der ein oder andere kennen. Und zwar... So, ich dachte, der hat einen Tannenbaum da hinten rausgucken. Und zwar ist es ein Protagonist aus Mafia 1. Und ich verrate jetzt noch nicht zu viel, aber die Mission ist schon ziemlich lustig, die Anspielung darauf. Und mit der anderen Stadt meinen die Lost Heaven. Also da spielt ja Mafia 1. Und ich habe Mafia 1 wirklich ohne Ende gesuchtet damals. Ich habe mir Autos runtergeladen, LKWs und was weiß ich nicht alles. Da gibt es ja eine riesen Mod-Datenbank für. Für Mafia 2 ja nicht unbedingt, aber naja. So, ich bin jetzt mal gespannt. Alter, boah, bin ich schnell. Aber jetzt bremse ich mal lieber ab. Denn wir müssen hier... Ja, ist klar. Die haben hier in... Alter! Was war denn das? Die haben hier in Empire Bay, glaube ich, nie Rückspiegel. Naja. So, ich bin da jetzt echt mal gespannt, was uns da erwartet. Denn... Wie gesagt, zurzeit läuft alles... Ach, komm. Zurzeit geht alles den Berg ab hier. Junge, gib bitte auf. Ach, jetzt müssen wir noch hier hin. Okay, er schütteln wir die Cops ab. Eigentlich unnötig, da der Typ ja sowieso unter Polizeischutz steht, aber naja.
Ja, wir haben es gleich. Die sind wir auf jeden Fall los. Geht doch. Jetzt fahre ich mal hier ein bisschen langsamer. Weißt du noch, was du sagen sollst? Ja. Gut, dann kannst du ja losgehen. Okay, auf geht's, Freunde. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri bestellt schöne Grüße. Autsch. Ich sag dir... Los! Okay, der hat tatsächlich Polizeischutz, wie wir merken. Jetzt müssen wir erstmal hier die Polizei abhängen. Ja, stand tatsächlich unter Polizeischutz. Das sieht Eddie ähnlich, um wichtige Einzelheiten wie die hier wegzulassen. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Egal, wir müssen sie abschütteln. Easy, easy. Wir brauchen eigentlich nur ein anderes Fahrzeug, aber die wissen auch, wie wir aussehen. Okay, bring mich nach Kingston. Da steht ein Wagen von mir. Und das Geld? Ja, hätte ich fast vergessen. Oh, hallo, wie oder war knapp. Was für dein Auto? Hier ist dein Anteil. Was soll's denn sein, Sir? Neue Nummernschilder. Kein Problem. Danke, Vito. Das hat mich jetzt echt $80 gekostet, den Buchstaben da zu ändern. Naja, komm. Alter! Karre kannst du sowieso vergessen. Wobei es eigentlich ein schönes Auto, finde ich. So. Jetzt müssen wir den Joe noch wegbringen. Mal gucken, wer dann noch für uns... ja, wir brauchen ja so viel Geld, da bringen uns 3000 echt gar nichts. So. Okay, viel Glück beim Auftreiben deiner Hälfte. Komm zu mir nach Hause, wenn du es hast. Okay, bis später. So, nach Derek fahren wir jetzt. Den kennt ihr wahrscheinlich noch vom Hafen. Der etwas fülligere Typ. Okay, das ist sehr verlockend. Sorry, Leute, aber... Oh! Was, wo bin ich denn gegengefahren? Gegen Bordstein? Egal, das war's wert. Stunt. So, hier runter. Lalalala. In Dipton sind wir gerade. Scheiß auf die Cops. Kriegen uns sowieso nicht die alten Muschis. Verstanden. Ihr wolltet ja ein paar Verfolgungsjagden, die kriegt ihr ja gerade hier exklusiv und in HD von BBC One geliefert. Oh, die ist mal rot. Alter. Scheiße, ich bin falsch gefahren, aber warum schießen die auf mich? Sind wahrscheinlich von einer anderen Familie. So, wir nehmen uns jetzt den Wagen mal hier. Alter! So eine Scheiße. Bist du doof? So, die Polizei kümmert sich drum. Okay, die sind wir auch los. Wir müssen uns eigentlich noch umziehen. Aber ich will da jetzt kein Geld für neue Klamotten ausgeben. Denn ihr werdet gleich wissen, warum.
Immer geil, wie die wegspringen. Ich alter Drecksack. So. Wir sind ja jetzt hier Kapitel 14 und Kapitel 14 ist das längste und danach nähern wir uns ja dem großen Finale von Mafia 2. Ich bin ja echt gespannt. Ihr wisst ja schon im Vorfeld, ja, dass wir uns ein paar Feinde gemacht haben mit dem Angriff auf die Chinesen und dass ein wahrer Krieg bald ausbrechen wird zwischen den Familien. Aber ich hoffe, dass wir da alle gut rauskommen. So, mit Vollspeed hier durch Empire Bay über den Freeway. Ich muss weiter geradeaus. Dachte, ich muss da vielleicht runter. Haben wir meine Fahrkünste, oder? Schönes Auto, wie das schon wieder aussieht. Ah ja. So. Jetzt einpacken. Motor aus, Wagen abstellen, fertig. Huch, was mache ich denn da wieder für Faxen? So, dann gehen wir mal zu Derek hoch, mal gucken, was der Gute uns zu erzählen hat. Ich bin ja mal gespannt. Hey. Vito. Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemand, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zur Arbeit. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße. Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Bin ich mal gespannt, ob es so einfach ist. Ich glaube eher nicht. So, mit unserer fetten Shotgun geht es jetzt ein. Mal gucken, ob die Säcke immer noch nicht arbeiten wollen. Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Derek scheint ja ein super Arbeitgeber zu sein. Was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Winnie. Wir klären das ganz ruhig. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek,
Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Sag ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben wollte. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen. Lass mich mal machen. Hallo?